Ich grüße euch. Willkommen hier zum Baumetter-Kanal. Heute möchte ich mal kurz das Thema Lakowski-Spule nochmal aufgreifen und das ganze Wissen, was sich in letzter Zeit zusammengetragen hat, einmal auf den Punkt bringen, damit wir jetzt alle auf den Stand sind und die Lakowski-Spule erfolgreich anwenden können. Ja? Wir haben ja schon in dem letzten Video gesagt, dass es halt wichtig wäre, herauszufinden, wie die Polung ist. Und die Polung, das ist jetzt natürlich jeder Draht hier, den ich jetzt habe, hier habe ich zum Beispiel einen Pluspol, hier habe ich einen Minuspol. Das ist eine Tatsache. Ja. Aber letztendlich müssen wir die Lakowski-Spule betrachten wie eine Scheibe. Und wir haben einen oben und wir haben einen unten. Ja. Und bei der Kupferspule, also wenn wir einen Kupferdraht nehmen, dann haben wir immer die eine Seite Plus, die andere Seite Minus. Ja. Und wenn ich die Lakowski-Spule verwende, dann muss ich zu meiner Pflanze, zum Oberteil zum Beispiel, muss ich dafür sorgen, dass da der Plusteil hin zeigt. Und deswegen habe ich euch erklärt, dass es halt ganz gut wäre, wenn ihr es muten könnt. Ne? Wenn ihr es nicht muten könnt, habt ihr theoretisch ein Problem, weil ihr könnt es ja nicht nachvollziehen. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Es hat sich nämlich herausgestellt, als wir uns mit dem Thema weiter beschäftigt haben, dass Lakowski selbst schon die perfekte Lösung für dieses Problem hatte. Dass Leute, die nicht muten konnten, das Problem jetzt nachmachen können. Weil wir haben festgestellt, wie gesagt, wenn wir diese Spule nehmen und wir haben zum Beispiel jetzt hier Plus, hier Minus, dann ergibt das hier oben Plus, hier unten Minus. Ne? Drehen wir sie um, haben wir das Gegenteil. Ganz logisch. So. Das ist, wenn sie flach liegt. Wenn wir sie im Süden 30 Grad anstellen, dann ist sie immer Plus. Wenn wir sie im Norden 30 Grad hochstellen, dann ist sie immer Minus. Egal, welche Seite wir verwenden. Das ist interessant. Das Phänomen haben wir auch bei jedem Körper, der ein Plus-Minus-Pol hat und ein bisschen länglich ist. Wenn der auf der Nord-Süd-Achse angestellt ist, das heißt nach Norden höher, dann ist er gibt es einen gegen den Uhrzeiger wirkenden Wirbel, der zum Beispiel dann linksdrehend ist. Ja? Ist der im Süden höher und fällt nach Norden ab, dann ergibt es einen rechtsdrehenden Wirbel. Und die ganz krasse Nummer ist dann halt, indem ich ihn fast leicht schräg anstelle, leicht nach Süden gucken und dann habe ich einen Pfahl, der auf jeden Fall dann rechtsschwingend ist. Ist interessant für die irischen Rundtürme, die wir nachbauen, weil dort haben wir das Problem, wenn der falsch aufgestellt ist und minus gepolt ist, dann ist es nicht gut fürs Pflanzenwachstum. Aber wenn wir es jetzt schaffen, zum Beispiel einen Turm hinzustellen und wir schrägen ihn exakt auf der Nord-Süd-Achse leicht nach Süden an, dann wird er positiv. Das ist zum Beispiel eine Variante davon. Die nächste Geschichte ist, wir können das 1:1 gleich übertragen auf den verzinkten Eisendraht. Wenn der verzinkte Eisendraht, da haben wir auch drei Momente, mit denen sozusagen eine Rechtsdrehung erzeugt werden kann. Und wenn wir die alle drei erfüllen, ist es auf jeden Fall rechtsdrehend und dem Pflanzenwachstum zugänglich. Das heißt, wir brauchen den Magneten, der von Süd nach Nord geht und harmonisch zum Erdmagnetfeld, also Süden zeigt nach Süden und Norden nach Norden. Dann brauchen wir einen verzinkten Eisendraht, der exakt auf der Nord-Süd-Achse lang geht. Damit haben wir durch die unterschneidende Ost-West-Strömung schon mal den ersten Wirbel. Und wenn wir ihn jetzt noch leicht im Süden höher machen und im Norden ein bisschen tiefer, haben wir die dritte Variante, um das Ding garantiert plus gepolt in die Beete zu leiten. Abgesehen davon, dass der noch dann elektrogalvanische Effekte auslöst durch den verzinkten Eisendraht. Aber wie gesagt, hier fangen wir an und wir gucken dann und stellen fest, dass wir es auf alles übertragen können, weil es ein Naturgesetz ist offensichtlich. Das heißt, wenn ein Körper auf der Nord-Süd-Achse angestellt ist oder abfällt, macht das was mit seiner Polung. Ja? Wir haben ja auch festgestellt, wenn er einen bestimmten Winkel hat und jetzt noch angestellt wird. Also das heißt, dieses eigentlich konfuse Bild scheint jetzt immer konkreter zu werden und wir können sehr, sehr gut diese Sachen berücksichtigen. Das bedeutet aber auch für den Steinkreis zum Beispiel. Wir haben den Steinkreis zum Beispiel alle Steine, dass sie nach innen zeigen. Ist insofern gar nicht so clever. Da müsste man eigentlich alle Steine immer leicht nach Norden sozusagen
Na, eigentlich müssten sie nach Süden stehen. Also das heißt, sie müssten leicht nach Süden zeigen. Ja? Leicht schräg, wenn ich das mal so. Jeder Steinkreis müsste leicht schräg sein. Also wenn ich halt ein Rohr habe, ja, und stelle mir das als Steinkreis vor, dann wäre dieses Rohr leicht angekürbt. Es wäre im Süden höher, im Norden tiefer. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal tendenziell eine positive Drehung mit reingebaut. Und ja, so müsste man das sehen. Also interessant ist das natürlich bei archäologischen Stätten, dass man da guckt, wie standen die Steine wirklich mal. Und das ist natürlich das Problem, weil alle Steine wurden hochgehoben, wurde geguckt, ob ein Schatz drunter liegt, dann wurden sie wieder hingestellt, meist mit der Wasserwaage. Und das könnte schon ein fataler Fehler gewesen sein, weil die ursprünglich auch wahrscheinlich eine gewisse Ankippung hatten. Das muss nicht viel sein. Das kann 10 Zentimeter sein. Sieht man bei einem großen Stein fast gar nicht. Aber es ist entscheidend dafür, wie die Polung ausgeht. Und so kann ich das ganze System komponieren. Ja? Das heißt, wir haben Folgendes. Wir haben bei der Lakowski-Spule, da wollten wir heute drüber reden, haben wir diese 30 Grad Anschrägung. Die ist also ein Naturgesetz, was da genutzt wird, weil wir damit auf jeden Fall eine Pluspolung erreichen. Auf jeden Fall. Ne? Wenn wir die 30 Grad nicht nutzen, dann sollten wir muten können. Ne? Dann müssen wir das nach oben machen. Und wir haben das Problem ja, wenn wir zum Beispiel irgendwie ein Eisen hier also ein Eisendraht oder ich sag mal ein Kupferdraht oder so um die Hüfte, um die Schulter, um die Beine tragen, dann muss die Polung bestimmt werden, weil die Seite muss immer zum Oberkörper hin zeigen, ja, oder zum Kopf hin. Also wenn ich das hier habe, muss hier oben die positive Seite sein. Wenn ich es um die Hüfte habe, muss hier oben nach zum Kopf hoch, muss die positive Seite sein. Dasselbe auch, wenn ich jetzt das als Armring trage, dann muss zum Körper hin die positive Seite sein. Das kann ich nur durch Muten rausfinden. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, weil wir können hier keinen Winkel anwenden. Also das heißt, wir haben immer wiederum diese beiden Möglichkeiten. Entweder bestimme ich die Polung, also das heißt durch die Polung sozusagen die Wirbel, die energetischen Wirbel. Oder aber ich bestimme halt durch die Winkel auf der Nord-Süd-Achse die entsprechenden Drehungen, die dann daraus resultieren. Damit hat Christoph Fleur gearbeitet. Der hat fast in jedem seiner Patente, und übrigens, das muss von Nord nach Süd exakt ausgelegt werden. Der hat genau mit diesen Sachen gearbeitet. Ja? Und da findet ihr es wieder. Aber wir haben das alles übersehen. Wir haben das bis jetzt nicht so richtig beachtet, weil das war so, ja, klar, Nord-Süd, alles klar. Ne? Aber schön ist, dass wir es jetzt genau begründen können. Das geht so weit, dass wir komplett den Aufbau einer Kirche begründen können, weil auch die Ost-West-Achse, ne, wenn hier Osten ist und hier ist Westen, wenn die so angeschrägt ist, ergibt das eine positive Rechtsdrehung. Und jetzt guckt euch mal die Kirchengebäude an. Wir haben hier im Westen den Turm, im Osten den Chor und den Kreuzgang, der ist tiefer. Ja? Wir sehen die zwei Gebäude als zwei unterschiedliche Gebäude, aber formenergetisch wirken die zusammen. Das heißt, das alleine, diese Konstruktion ergibt schon für sich eine positive Wirkung. Und das heißt, hier sehen wir, die Kirchengebäude sehen nicht durch Zufall so aus, sondern das ist Strategie, weil man verstanden hat, wie Formenergie und feinstoffliche Energie miteinander wirken. Ja, ganz einfach. Also, ich hoffe, ich habe euch jetzt wieder ein paar Anregungen gegeben, damit ihr hier eure Lakowski-Spule wieder besser aufbauen könnt. Also, ihr seht, wir haben hier eine Menge, was wir jetzt auch in Zukunft ausprobieren werden. Und wir werden es bei unseren Seminaren natürlich auch ganz deutlich besprechen und den Leuten erklären. So und so ist es, damit sie dann halt diese Sachen auch erfolgreich für sich anwenden können. Ne? In dem Sinne. Macht's gut!